Der Toblermanskopf, respektive die Hochalpe oder auch Hochalpenkopf genannt, ist eine der Standard-Skitouren bei Schopenau im Bregenzer Wald. Der erste Teil der Tour führt über eine Forststraße, die im Allgemeinen gut eingefahren ist und auch im bisher schneearmen Winter 2022 durch die nordseitige Ausrichtung noch eine ganz gute Schneeauflage ausgewiesen hat. Die Schneelage an den sonnseitig ausgerichteten Hängen sieht allerdings schon sehr mau aus. An neuralgischen Stellen sind Hinweisschilder vorhanden, die auf Wildschutzgebiete aufmerksam machen. Der Blick auf die Mutterwengler Spitze, nach links unterhalb über den Wasserfällen, führt der Weg zur Biberacher Hütte. Jetzt sind wir von der schönen Forststraße vertrieben worden, durch ein Schild. Vertrieben durch ein Hinweisschild auf ein Wildschutzgebiet. Vorbei an der Alpe wird die Schneelage langsam besser. Ein Blick auf die sonnenbeschienenen Hänge im Kleinwalzertal. Durch eine langgezogene Linksquerung erreichen wir dann schon die tief verschneiten Hänge unterhalb der Hochalpe. Die Spur geht rechts ausholend an dem oberen steilen Teil des Hanges vorbei. Die Südhänge über Schopenau sind bis weit hinauf Aper. Wir nähern uns nun langsam der Hochalm. Und am Grat geht es, je nach Schneelage teilweise mühsam, bis zum Hochalmkopf. Zum Toblermannskopf würde man weiter dem Gratverlauf folgen. Die Zeit ist heute allerdings fortgeschritten und skifahrerisch lohnend ist der weitere Anstieg ebenfalls nicht. Genießen wir die ruhige Abendstimmung und den Rundblick. Kanisfluh, Winterstaude, Diedamskopf, im Hintergrund der Hohe Ifen, Ünchenspitze, Witterstein, Niedere Künzel und Hochkünzelspitze. Der Schnee für die Abfahrt war nicht perfekt, aber gut zu fahren. Gerade wenn ich alleine unterwegs bin, halte ich häufiger inne, um nach Tieren Ausschau zu halten. Und heute hatte ich richtig Glück. Beim Absuchen des Geländes mit der Kamera konnte ich einen Schneehuhn entdecken. Weit genug weg, sodass ich es bei der Futtersuche nicht gestört habe, gelingen mir diese Aufnahmen. Bitte verhaltet euch in der Natur, den Tieren ebenfalls rücksichtsvoll gegenüber und haltet ausreichend Abstand. Vorsichtig ziehe ich mich zurück und mache mich an die weitere Abfahrt. Den Hang sind wir jetzt wieder unten. Jetzt schauen wir, dass wir ausgefahrene Spur erwischen. Filme, bei denen es überwiegend um Tieraufnahmen geht, veröffentliche ich unter Gerhard Wiedemann Naturfilm. Die Abfahrtshänge sind breit, wobei es heute bis auf wenigen Ausnahmen am sinnvollsten war, auf der gut eingefahrenen Spur zu bleiben. Wir sind in der Forststraße, dann nähern wir uns auch schon dem Forststraßenende.